Rijvasana, wörtlich die angenehme Stellung, ist eine andere Bezeichnung für Sukhasana. Sukha heißt auch angenehm, entspannt und auch ja, schön. Angelina zeigt, wie es geht. Komm in eine einfache kreuzbeinige Stellung, auch Schneidersitz genannt. Menschen, die weniger flexibel sind, haben einfach die Knie in der Luft. Das ist die einfache Form von Rijvasana. Oder du, wenn du fortgeschrittener bist, gibst du ein Knie auf einen Fuß und das andere Knie auf den anderen Fuß. So wie du es eben hattest. Also ein Fuß unter einem Knie und der andere Fuß unter dem anderen Knie. Das ist dann Rijvasana für Fortgeschrittene. Bei Fortgeschrittenen wird es nämlich sonst gehen, dass die Knie auf den Boden gehen und so setzt du sie auf die Füße und so bist du in Rijvasana, auch genannt Sukhasana oder Schneidersitz.